Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das soll auf diese vier Mustertipps drauf. Es geht mal wieder um einen Wettbewerb und ihr wisst ja, ich mache da gerne mit. So auch bei diesem. Ich bereite mir als erstes die Tipps vor, sprich Matthias sie mir an und dann legen wir los. Beginnen wir ganz einfach jetzt mal mit dem Frühling. Dafür habe ich mir zwei Farben ausgesucht. Einmal das Snow White und das Spearmint von Aretini. Damit möchte ich einen Farbverlauf machen und wir legen auch schon los. Auf der einen Seite trage ich mir das Snow White auf. Das Spearmint kommt auf die gegenüberliegende Seite. Ist logisch, ne? Und jetzt werde ich mit meinem Pinsel, den reinige ich mir vorher natürlich, einfach durch die Mitte ziehen. Dann einmal leicht ins Weiße übergehen und einmal leicht ins Grüne und immer wieder durch die Mitte hin und her. Da ich aber ein deckenderes Ergebnis haben möchte, lasse ich das jetzt aushärten und trage mir beide Farben nochmal auf. Das gefällt mir jetzt ganz gut und das bleibt auch so. Das lasse ich jetzt komplett aushärten und dann geht es auch schon weiter. Und das sind meine weiteren Arbeitsmittel. Damit möchte ich jetzt den Frühling auf den Nagel bringen. Als erstes kommt mein Einphasengel zum Einsatz. Damit möchte ich mir hier am Übergang etwas Glitzer auftragen. Na, Himmel. Mehr soll es auch schon nicht sein. Ich nehme das gerne, weil das so ein bisschen grünlich schimmert. Und schon geht's weiter. Es kommt nämlich jetzt eine Schicht Einphasengel drüber. Und das wird jetzt komplett ausgehärtet. Ich habe mir jetzt hier die Schwitzschicht abgenommen und anmattiert. Denn als nächstes soll es ja auch schon mit den Blümchen weitergehen. Genau. Und erstellen werde ich die einmal mit dem Farbgel von Aretini, der 804, das ist ein Geschenk gewesen für eine Bestellung. Da brauche ich aber nicht viel, das werde ich mir hier so ein bisschen auf dem Trägerpapier von der Folie
Schablone nehmen. Und los geht's schon. Mehr kommt da schon nicht drauf. Und als nächstes werde ich gleich mit dieser Farbe hier. Nee, stopp, das ist die falsche. Das war die falsche. Ich wollte diese hier, ja. Nämlich einfach hier in die Mitte. Ein Pünktchen setzen und jetzt darf das Ganze in die Lampe. Nun kommt mein Lieblingspinsel zum Einsatz und das Snow White. Und das kommt schon in die Lampe und wird dann nur noch versiegelt, weil das ist dann fertig. Frag mich, wozu ich meinen Schuh habe, meinen Flaschenschuh, dass ich ihn nicht benutze. Naja, gut. Ja, so geht das nämlich viel besser. Und ab geht die Luzi unter die Lampe. Natürlich darf man beim Reinlegen nicht drauf tatschen, so wie ich gerade eben. Meine Güte. So, jetzt aber. Diese Materialien verwende ich für den Sommer und wir legen auch gleich los. Ich möchte mir nämlich hier eine French machen aus zwei Farben und brauche dafür aber natürlich ein Make-up-Gel. Das soll glimmern. Das heißt, ich muss hier erstmal die Glimmerpartikel aufrühren. Wenn ich das erledigt habe, dann hole ich euch wieder zurück, weil das dauert eine Weile. Weiter geht's. Nützt dir mein Handy-Ladekabel was? Das lange grüne? Ja, ich bräuchte einen Stecker, wo ich einen USB einstecken kann. Ach so. Na, ich hab doch. Weißt du, was ich meine, ne? Na, wie wir für unsere Handys haben. Ja. Na, dann nimm doch meins derweil. Es ist drüben am Bett, das grüne. Sagte drüben am Bett mein grünes Ladekabel und da steckt doch in der Steckdose.
Wisst ihr, was ich immer so ein bisschen ulkig finde? Männer brüsten sich immer, dass sie absoluten Orientierungssinn haben. Wenn ich aber sage, drüben am Bett, auf meiner Seite, ne? Ich bin wieder unten. Ja, tschüss. Dann ist das doch eigentlich verständlich, dass man dann hergeht auf die Bettseite der Frau und dann dort sich das Ladekabel holt, oder nicht? Ja, mein Mann fragt aber wo. Also, Thema Orientierung und Männer. Würde ich mir dann doch nochmal dezent überlegen. Ich würde es mir nochmal überlegen. Jawohl. Diesmal, oh meine Güte, jetzt mache ich mir die schon wieder zur Sau. Bin die gerade hergerichtet. Ich will, dass die grinst. So. Und das mache ich jetzt auch. Na, genau so wollte ich das haben. Und ab aushärten. Ja, weiter geht's mit den zwei Farben. Diese Computerstimme hat gerade erzählt, dass alles verbunden ist. Tschüssi. Ja, und ich denke, wir machen jetzt einfach weiter. Einmal mit Melone. Mama hat gerade einen Pinsel in der Hand, die kann nicht kraulern. Macht sie. Das ist immer ihre Art und Weise zu sagen, nee, das passt mir jetzt nicht. Und aushören. Im nächsten Schritt wird das Treppchen ausgeglichen, das hier beim French-Auftragen entstanden ist. Das Schlimme ist, ich gleiche immer alles aus, nur okay, Treppchen. So, Treppchen ist ausgeglichen. Und ich habe mir das auch gleich anmattiert. Denn als nächstes kommt eine meiner Lieblingsübungen, nämlich die Stripes. Und ich suche gerade meine Pinzette. Ja. Ich habe mich für Umfallen entschieden. Nein, ich habe mich für einen silbernen entschieden, der partout nicht will. Dort, wo sie kleben sollen, kleben sie nicht. Und dort, wo sie nicht kleben sollen, da kleben sie. Himmel, Herrgott. Jetzt habe ich aber gleich die Faxen, Dicke. Seht ihr das? Das Teil ärgert mich. Gut. Genau da soll er hin. Jetzt nehme ich einfach meinen Silikonpinsel und drück mir den schön fest, sofern er den will. Den Rest entferne ich mir mit einer Feile, damit ich dann auch ordentlich vorne versiegeln kann. Ja, es geht weiter mit Airbrush. Es steht ja nichts da, dass man das nicht verwenden kann. Und deshalb verwende ich das. Ich nehme mir als erstes die Palme hier. Na, also heute hat es mit mir.
die Griffigkeit. Das ist von Only for Nails, die Palme 2. Und die darf nämlich hier oben hin. Schön festdrücken. Ich wollte mir eigentlich nur ein Stück Zebra abreißen, aber selbst das funktioniert heute nicht. Jetzt befülle ich mein Pistölchen. Fertig ist es. Jetzt wird die Schablone vorsichtig abgezogen. Und ich ziehe mir den Streifen mit ab. Leute, schaut's euch an. Meine Nerven. Nee, das gibt's ja nicht. Ich glaube, ich hätte das versiegeln sollen. Wenn's knallt, dann knallt's richtig. Egal. Ist wirklich scheiße. Entschuldigung. Schnurzi. Ist egal. Ich habe gerade diskutiert mit dem Schmetterling, der da unten drunter hockt. Aber der darf da jetzt hocken bleiben, meinetwegen. Na, das war etwas zu feucht. Also den Streifen habe ich mir jetzt so geklebt. Wie ihr seht, hat es funktioniert. Jetzt werde ich versuchen, den Schmetterling hier etwas auszubessern. Ich überlege gerade, was ich für eine Farbe nehme. Nimm mal Gold. Tja, Airbrush-Pistole erstmal gereinigt. Ja, das muss sein, weil sonst, ihr kennt mich, klebt die wieder zu. Ja, als nächstes versuche ich hier aus dem verhunzelten Schmetterling noch einen schönen zu machen. Das denke ich, kann sich sehen lassen. Und das darf jetzt in die Lampe zum Aushärten, und fertig wäre
Ja, fertig ist es nicht, weil es gehen muss aushärten, dann kommt noch die Versiegelung drüber. Ich meine aber, es wäre dann designtechnisch fertig. Jetzt wird noch versiegelt. Halt. Da sehe ich gerade, dass der Aufkleber überstand. Und fertig ist das Ganze zum Versiegeln.